Hallo Leute, ja, jetzt sind wir hier auf der Oberfläche, haben hier den Strom angeschlossen, dass weiter geforscht werden können. Da liegen noch zwei Forschungsproben. Wir müssen gucken, wie wir hier weiterkommen. Ist ja jetzt nicht so dolle, was wir hier gerade bis jetzt unternommen haben. Jetzt müssen wir auch mal gucken, wie da das auch vorankommen, dass das alles ein bisschen besser läuft, ne? Ich würde sagen, ihr guckt das Logo und dann schauen wir mal, wie wir unsere Basis ausbauen können, dass wir hier auch ein bisschen was machen können, ne? So, die eine Forschungsprobe hat gerade gewechselt. Dann können wir gleich die nächste daneben legen. Dann wird die gleich auch automatisch gewechselt. Das passt dann schon. Hier fehlt uns, glaube ich, Kohlenstoff. Momentan können wir das dann auch runternehmen. Dann können wir nämlich die zweite Probe darauf machen. Dann wird die da auch genommen. Das ist schon mal gut. So, dann würde ich sagen, schauen wir erstmal in unsere Dingens hier rein. Auf der Unterkunft brauchen wir jetzt hier eine Unterkunft, ist die Frage. Ich glaube nicht. Wir haben die andere Basis. Wir können aber mal gucken, was es sonst noch hier so gibt. Da ist ein Autoextraktor, der wäre auch nicht schlecht. Können wir den denn schon irgendwie machen? Exoschip brauchen wir, Stahl, Wolfram, Karbid, Gummi. Ich glaube, das ist noch nicht. Mit Freischalten geht da auch noch nichts. Aber hier geht was beim extra großen Schredder. Modul gesperrt. Wendet jeden Schutz in Schrott. Wenn wandelt jeden Schutz in Schrott um, Schrott kann über die Handelsplattform gegen Ressourcen getauscht werden. 10 Energiesekunde wird da geklaut. Also wie es aussieht, haben wir da alles für oder was? Auf jeden Fall können wir es erforschen, ne? Das hat uns ja ein bisschen was hier gekostet. So. Und die anderen? So, hier wäre noch mehr Solarstromanlage. Ist auch in groß, ne? Windturbine. Wind ist doch hier immer, glaube ich, oder wie war das, ne? Was kostet uns der Spaß zum Forschen? 4500. Ich mach das mal. Eisen, Keramik, Graphen, oder was heißt das, glaube ich, ne? Aluminium. Können ja mal mittlere Sensorbogen, keine Ahnung, wofür der gut ist. Irgendwas mit Fernsteuerung. Und das gibt es auch noch in mehreren. Das ist alles Utopie für mich. Großer Sensorring, extra große Plattform. Liefert Strom. Ich will aber eigentlich nicht was zum Bauen haben, sondern ich will die Plattform haben zum Landen. Figurenplattform, extra großes Lager. Okay. Großer Rover, Landeplattform. Aluminium und Keramik zweimal. Aluminium und Keramik zweimal. Die müsste ich dann in einem großen Drucker bauen können, weil, ach, ich habe zwar eine Landeplattform, aber das ist jetzt nicht die Landeplattform, oder ist es, vertue ich mich nur damit? Nee, ich glaube nicht. Hier ist ja irgendwie auch keine Steuereinheit dran, oder? Wo ich auswählen kann, was ich als nächstes für Aufgaben habe. Die fehlen mir doch hier, oder? Ja. Den Schredder, den wollten wir noch machen, ne, oder? Hier fehlt uns auch so ein bisschen Verbindung, so, damit wir hier mal überall Luft haben, ne? So passt's dann, oder? Ah, da kriegen wir schon die Verbindung von dort. Ne, das war falsch, T war richtig. Dann stellen wir da noch einen hin. Und dieses ganze Zeug könnte man dann schreddern. Und das Windrad, habe ich das jetzt gebaut? Ich glaube schon, ne, oder? Aber was braucht das Windrad, ist die Frage dann, ne? Einen großen Drucker. Und der war, glaube ich, da hinten. Denke ich mal. Ja, hier liegt so viel rum, ne? Ich glaube, den legen wir mal an der Seite gerade. Und das war der große Drucker, oder? Ne, das ist ein mittelgroßer Drucker. Haben wir auch einen großen Drucker? Ist der das? Ne, das ist eine andere Plattform. Hatten wir noch keinen großen Drucker? Was kann der denn drucken? Jetzt ist hier der viele Wind nämlich da, ne? Große erweiterte Plattform. Buggy, großer Drucker. Gemisch brauchen wir da. Da haben wir nur eins von drei. Okay, das heißt, wir müssen Gemisch haben. Der war doch hier irgendwo in der Ecke, ne? Oder? Der war da oben. Holen wir mal schnell zu Fuß.
Da wieder kein Strom mehr. Kriegen wir den hier, wenn wir da dran sind? Ja. Da muss noch irgendwo sein. Hier gibt es jetzt aber nichts mehr, oder? Da irgendwo. Da ist er. Okay, jetzt sind wir reingefallen, aber es sollte jetzt auch nicht so schlimm sein. Wir haben noch Luft. Hier ist wohl nichts mehr. Doch, da muss irgendwo noch was sein. Meint er den? Wahrscheinlich, ne? Jetzt müsste man hier nur rauskommen, ne? Wie viel haben wir? Wir haben genug auf jeden Fall. Gut, den großen Drucker angestoßen dann. Das war er nicht, das war Schrottplattform. Ne, den wollte ich haben. Und den dritten auch noch. Und den können wir hier lassen. Und der weg, der an und drucken. Was fehlt? Strom? Strom fehlt bestimmt wieder mal. Ha? Aber da läuft doch Strom. Was fehlt? Zu wenig Strom? Wahrscheinlich zu wenig Strom, ne? Wie kriegen wir da Strom hin? Gute Frage, ne? Ist das ein Biogenerator? Ja. Ich sehe leider kein Bio gerade. Müssen wir gerade hier oben was wegholen? Ne, das wollte ich gar nicht setzen eigentlich. Warum hat der C denn das gesetzt? Naja, ist ja jetzt auch egal. Einmal haben wir schon. Komm, einer geht noch. Da ist der dritte. Zack, zurück. Und den Generator da anschmeißen, der da war. Dann muss das doch klappen, oder? Wo war er? Da ist er. Kann man den hier anstecken? Nee, da kann man den nicht anstecken, da ist schon kaputt, das ist schon schlecht. Warum hänge ich jetzt fest? Da ist auch kaputt, shit. Der hat nur eine Stelle, wo er angepackt werden kann, oder wie? Da ist bestimmt auch kaputt, ne? So sieht's aus. Das ist schlecht. Jetzt kippelt der auch noch, ne? Geht's jetzt? Muss ich jetzt noch mal drücken? Ja. Ich glaube, jetzt macht er, ne? Sehr langsam, aber er macht ihn. Jetzt müssen wir nur die Biogeschichte noch anschließen in irgendeiner Form. Kriegen wir noch eine andere Plattform gebaut dann, oder? Er bewegt sich, ne? Er macht was. Aber leider nicht so viel. Wie kriege ich denn jetzt hier was hin? Ja, muss ich erst bauen, ne? Im Rucksack wahrscheinlich, oder? Erde ist das. Leuchtfeuer, ne? Arbeitslicht. Sauerstofftank.
Die Zellen, kleines Solarmodul. Ich glaube, das hat keine zwei Stecker. Ich brauche etwas, was mehrere Stecker hätte. Das habe ich auch noch nicht gemacht, Ausrichtungsmodus. Den bräuchte ich, glaube ich, noch, weil dann kann ich die Planetenoberfläche haben, ne? Dann ist der immer passend zur Planetenoberfläche, aber Zink habe ich hier bestimmt nicht bei. Malachit. Das passt gerade nicht. Hier ist so eine schicke Plattform, wo ich das dran machen könnte. Jetzt sollte ich den Drucker einfach umstellen, oder? Wo ist die Plattform da? Nimm das Ding auch noch dahin. So, laufen wir gerade mal hier rum und dann gucken wir, dass wir es angeschlossen kriegen, weil der müsste ja da angeschlossen werden können. So, das passt schon mal. Und jetzt muss ich aber noch gucken, dass ich den da hinten, den Bio-Generator gerade kriege. Dann müsste das doch klappen, oder? Den kann ich hier hinstellen und den kann ich doch da verbinden, ne? Jetzt brauche ich noch meinen Rucksack nehmen und druckt der oder druckt er nicht? Er druckt nicht, oder? Da fehlt jetzt ein Gemisch, das ist runtergefallen oder was? Das da hinten wird sein. Das wird sein. So, jetzt noch mal. Jetzt druckt er auch. Sehr schön. Aber er ist dann doch noch hingekriegt, ne? Okay, hier müsste man gucken, dass man den automatisiert, ne? Aber wie? Okay, dann ist das halt erstmal so. Ja. Obwohl der schon ziemlich weit geforscht, das ist schon mal nicht schlecht. Hier haben wir noch was drauf, aber das ist nichts Besonderes. Aluminium. Na komm, packen da ein, wenn er schon sich anbietet. Und dann haben wir hier noch Kupfer. Mach das da ein. Ist das denn Kohlenstoff? Ja. Das bedeutet, der kann da hin. Jetzt muss ich den doch mal da gerade wegnehmen und den da drauf setzen, weil wir dann Strom produzieren, oder? Vielleicht ist das besser. Jetzt ist die Kiste fertig, das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir den großen Drucker noch haben. Den packen wir mal gerade da, glaube ich, oder? Dann nehmen wir den Drucker runter. Und der muss dann leider auch weg. Und der muss da drauf. Und was können wir mit dem machen? Oh, der legt nach hier aus. Auch geil, oder? Dann gehen wir weg. Hier ist nicht die Möglichkeit. Ich glaube, der große Drucker ist dann doch größer, als ich dachte, oder? Kriege ich den hier hin? Geht das? Jetzt hier drauf drücke, fällt die Station glaube ich nicht hin, wenn ich sie baue. So, Exoship, Stahl, Wolframkarbid, das haben wir alles nicht. Extra großer Schredder, Exoship, Wolframkarbid, Stahl haben wir nicht. Windturbine, Eisen, Keramik, Graphen, Aluminiumlegierung. Okay, das haben wir natürlich auch nicht. Landeplattform, Aluminium und Keramik. Kleines Shuttle. Dafür bräuchte man Aluminium. Und dann sind wir schon durch. Ich glaube, das kleine Shuttle ist aber ein anderes wie das, was wir haben, oder? Wofür ist das kleine Shuttle gut? Machen wir nochmal auf. Zwei Aluminium ist da gefragt. Aluminium hatte ich eben einen da, oder?
Aber wo? Da. Haben wir noch einen? Hier liegt auf jeden Fall ein Gemisch. Ist das? Nein, ist kein Aluminium, oder? Ist das Aluminium? Ne, Titan, Titan. Schade, jetzt ist kein Aluminium da, ne? Wolfram. Keramik hätten wir sogar da. Exoship hätten wir auch da. Sogar zwei. Wofür brauchte man den denn noch? Hm? Für den Schredder zum Beispiel, ne? Und das ist die Sauerstoffversorgung. Hier ist der Drucker. Lass uns nochmal gucken. Autoextraktor, Stahl, Wolframkarbid, das haben wir aber nicht. Exoship, Wolframkarbid und Stahl, das haben wir auch nicht. Und da brauchen wir sie nicht für. Okay, das kleine Shuttle bleibt erst noch. Weil wir noch nichts anderes haben. Jetzt ist die Frage, wo noch Rohstoffe liegen. Da ist noch Aluminium. Ich weiß jetzt auch nicht, wie gut das kleine Shuttle ist, was da angezeigt wird. Ist das besser wie unsere Rakete oder nicht? Sieht irgendwie größer aus. Aber pff, manchmal macht es ja auch Sinn, sowas zu erforschen, ne? So, lass uns mal bauen. Mal gucken. Die Rakete da hinten ist ja jetzt vielleicht nicht so toll. Wir werden sehen. Sie sieht aber auf jeden Fall anders aus, meine ich, oder? Oder ist es das Gleiche? Scheiße, ist es das Gleiche, ne? Kleines Shuttle, ist das Gleiche. Hat gut geklappt. Egal. Können wir es noch abbrechen? Ach, die zwei Aluminium ist auch egal, spielt keine Rolle. Gut, ich würde aber ja sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ich habe aber schon mal überlegt, dass wir da vielleicht was anderes machen, weil so ganz toll ist das ja nicht am Laufen. Das hatte ich, glaube ich, schon vor ein paar Folgen mal irgendwo bei einer ja, Ansprache da gesagt, dass das nicht so toll ist und die Zahlen mir gar nicht gefallen. Ich habe deswegen ja auch schon Astroneer abgesetzt, nee, Avorion abgesetzt und Astroneer wird wahrscheinlich das gleiche Schicksal tragen oder wie man sagt, ja, ich weiß jetzt nicht. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ich habe eine Idee, mal gucken, ob ich die umsetze, aber bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Aber vielleicht fange ich damit an und schaue dann mal, was ich da so hinkriege oder nicht hinkriege, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.